Marterndorf. Der Lungau war lange Zeit nur über den 1700 Meter hohen Radstädter Tauernpass erreichbar. Schon in vorrömischer Zeit bauten die Taurisker hier eine Straße, die dann von den Römern als eine der wichtigsten Handelsrouten über die Alpen ausgebaut wurde. An der Passstrecke erinnern bis heute römische Meilensteine an diese Zeit. Das an der Tauernpassstraße gelegene Marterndorf mit seiner gleichnamigen Burg gilt als älteste Zoll- und Mautstation der Ostalpen. Die erste urkundliche Erwähnung der Burg Marterndorf stammt aus dem Jahr 1253. Damals erhielten die Salzburger das Recht, auf eigenem Boden Burgen zu errichten. Anfangs bestand die Burg an der Südostgrenze des Landes Salzburg nur aus einem Wehrturm und wurde immer wieder erweitert. Im späten Mittelalter diente die Burg Marterndorf den Salzburger Erzbischöfen als Sommerresidenz. Die Tauernpassstraße führte jahrhundertelang direkt durch die Burg. Händler, die mit ihren Waren durch das Fürsterzbistum nach Norden reisten, mussten hier Zölle entrichten und eine Mautgebühr für die Benutzung der Straße bezahlen. Dies gab dem Ort schließlich seinen Namen.